Hallo ihr Lieben, heute kommen wir endlich zum lang erwarteten Accessoires-Video mit den Sachen aus dem Essence Store in Offenbach, die ich dort gekauft habe. Ein paar werde ich euch zeigen, es waren ziemlich viele. Ich habe ganz, ganz viele Bilder gemacht von allen Sachen, die ihr im Link in der Infobox auf meinem Blog findet. Ganz am Ende des Videos gibt es auch noch eine kleine Verlosung. Und zwar für die Zuschauer auf YouTube und auch für die Zuschauer auf Schminktipps.net. Also ich habe an beide gedacht. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal komplett meine liebsten Accessoires, auf was ich so stehe in letzter Zeit. Und ja, wie ihr seht, ich trage in letzter Zeit sehr oft Tücher. Das ist jetzt eins von Essence. Und das zweite Lieblingstuch ist auch von Essence. Das ist wirklich mein allerliebstes Tuch. Ich stehe zurzeit sehr, sehr auf Grau. Das habe ich dort gekauft. Das kostet, glaube ich, 9,95 €. Also ganz, ganz, ganz viele Tücher. Wenn ihr wisst, wo es ganz coole Halssachen gibt, dann schreibt mir doch einfach mal drunter. Würde mich interessieren, weil ich bin total gerade so ein Tuchfanatiker. Das zweite Accessoire, das ich zurzeit sehr, sehr liebe, ohne dass ich nicht aus dem Haus gehe, ist diese Mütze. Die ist von der lieben Tine von nightfactor.de. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Die gibt es in sehr, sehr vielen Farben und ich finde dieses Grau einfach ganz toll und diesen Stein. Also dadurch sieht die irgendwie trendy und edel aus. Und ja, also die Mütze habe ich sehr, sehr oft auf. Da gibt es auch einige Bilder von mir bei TwitPic mit dieser Mütze. Die kann ich euch ans Herz legen, weil die ist auch irgendwie so ein bisschen gefüttert. Und ihr habt einen super warmen Kopf irgendwie. Also man schwitzt unter dieser Mütze manchmal ein bisschen. Aber jetzt für die kalte Jahreszeit, für den Winter, denke ich, ist die optimal. Und wirklich, das ist zurzeit meine Lieblingsmütze. Neben dieser türkisenen, tielfarbigen, die ihr immer in meinen Videos seht. Die ist toll. Ja, dann seht ihr immer, dass ich in letzter Zeit immer was in den Haaren habe. Es geht fast nicht ohne und jetzt sehe ich, ich habe schon wieder irgendwo was liegen lassen. Ja, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit immer was in den Haaren. Dadurch, dass ich sie wieder lang wachsen lasse, müssen die irgendwie ein bisschen gebändigt werden. Und da sind Haarreifen meine absoluten Favoriten. Die hier habe ich jetzt aus dem Essence Store. Die waren in einem Paket dabei. Da sind noch zwei schwarze dabei gewesen. Ich habe die eigentlich gekauft wegen diesem in der Mitte und dem hinteren, diesem Leoparden. Ich stehe dann immer auf so ein bisschen ausgefallenere Haarsachen. Da gab es auch diese coolen Stretch-Haarbänder. Also die sind wirklich toll. Das trage ich auch sehr oft und sehr gerne. Das ist auch von Essence. Und dann habt ihr ja gesehen, dass ich gerne auch mal ausgefallene Haarreifen habe. Der hier ist jetzt von Rossmann. Den liebe ich. Der sieht super edel aus. Und war gar nicht teuer. Ich glaube 3 € oder so. Also der ist gerade aktuell. Ich finde, der sieht super aus. Ist auch toll für festliche Aktivitäten oder so. Und dann stehe ich ja noch auf so Kinder-Kitsch-Sachen wie diese Haargummis mit den Elchen drauf. Auch von Essence, gerade in der aktuellen Limited Edition. Und was ich dann auch sehr oft und sehr gerne mache, ist Haarschleifen selber basteln. Das ist jetzt eine Prinzessin-Haarschleife. Die mache ich immer selber. Und dann kann man die sich so ins Haar klipsen oder so. Oder wenn man eine größere macht, das ist jetzt eine Märchenschleife, dann kann man das auch so hinten festmachen. Und ja, da stehe ich auch total drauf. Also das sind so die Sachen für die Haare, wo ich total drauf abgehe. Und dann habe ich eine neue Leidenschaft, Armbänder. Da habe ich 2 Stück, das hier und das hier, die sind total toll, die sind auch von Essence und ach, die waren gar nicht teuer und ja, die sind echt süß. Also ja, darauf stehe ich total in letzter Zeit. Also wenn ihr irgendwo coole Armbänder seht, dann schreibt mir doch mal bitte, dann kann ich da auch mal hingehen und ist irgendwie total, bin ich dem Armbandfahren verfallen. Ich bastle auch gerade sehr viel selber, aber das zeige ich euch demnächst mal wieder. Ja, und dann Ketten. Je größer, je ausgefallener, desto besser. Diese schöne Kette hat mir, haben mir 2 Freundinnen geschenkt. Die ist von Primark, ich weiß nicht, wie es heißt, aus Bremen. Das ist eine Eule. Die ist sehr groß und da sind so Strasssteine drin. Aber große Frauen brauchen große Ketten. ja, da stehe ich total drauf. Die ist echt toll und die habe ich super oft an. Aber dann, jetzt kommt mal meine absolute geilste Lieblingskette ever. Guckt euch die mal an. Ist die nicht krass? So ein dicker Klunker ist da drin.
Und ja, es ist eine Mickey Maus. Ich liebe ja auch Disney Strass und besser geht's gar nicht. Das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist einfach so dekadent. Das ist schon wieder zu geil. Die ist von neidfaktor.de, was ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Also einfach mal in der Infobox draufklicken. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber da gibt es auch viele andere coole, ausgefallene Sachen. Und ich liebe diese Kette. Das ist der Hammer. Ja, und was bei jeder Frau natürlich auch nicht fehlen darf, das sind Ohrringe. Und die hier kennt ihr schon aus vielen Videos. Da werde ich auch immer danach gefragt, das sind so kleine Engelchen und die sind handgefertigt. Also das ist keine Industrieware oder H&M-Ohrringe oder so. Das sind eigentlich waren es mal Einzelstücke, aber die sind irgendwie so beliebt, dass da, wo ich sie gekauft habe, jetzt öfters hergestellt werden, weil ich ja auch immer schreibe, dass wenn mich jemand fragt, wo ich die her habe, und zwar habe ich die von Davanda, der Perlerei Liebevoll. Der lieben Sarah, die stellt die her und das sind zwei Perlen und sind einfach so Engelsflügelchen. Ich glaube nicht, dass es Swarovskis sind, aber es sind auf jeden Fall ganz, ganz tolle Engelchenohrringe. Ich glaube um die 6 oder 7 Euro und die finde ich auch immer super zum Verschenken. Die kaufe ich auch sehr oft und verschenke sie dann einfach, weil mit den Ohrringen kann man irgendwie nie was falsch machen. Aber ich stehe auch auf sehr große Kreolenohrringe und je ausgefallener, desto besser. Und da habe ich noch diese beiden, beziehungsweise dieses Paar. Die sind von Essence aus dem Store und die sind echt geil. Also die sind der Hammer. Und ich glaube, Marimania hat die auch gekauft. Also die sind cool. Die kann man so. Und dann geht es richtig, richtig los. Ja, das sind zurzeit so meine Lieblingsaccessoires. Ich glaube. So, und ich hatte euch ja eine kleine Verlosung versprochen. Es gibt für die Leute, die hier in YouTube kommentieren, ein kleines Mitbringsel. Und zwar gab es bei Essence noch diese schönen Anhänger. Die sind für Armbänder, für Handys, für eure Taschen. Könnt ihr euch aussuchen. Ich habe einmal einen Schmetterling und einmal eine Lippe. Und wie gesagt, einmal für die Leute, die hier runter in YouTube kommentieren und einmal für die Leute, die auf Schminktipps.net kommentieren. Und zwar solltet ihr folgende Frage beantworten: Was ist euer Lieblingsaccessoire? Warum ist es euer Lieblingsaccessoire? Ja, erzählt mir einfach, was ihr so gerne tragt, was gerade euer persönlicher Trend ist. Und dann könnt ihr eine dieser beiden Taschen jeweils gewinnen. Also eine für YouTube, eine für Schminktipps.net. Da ist einmal der Anhänger dann drin, ein Lutscher von Essence aus dem Offenbach Store und einmal eine Mini-Mascara und im anderen ist der Mini-Lipgloss drin. So, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr unter 18 seid, fragt eure Eltern. Ansonsten auf dem YouTube-Kanal einfach unten drunter kommentieren oder bei Schminktipps.net. Wenn ihr bei beidem kommentiert, Link in der Infobox, habt ihr auch zweimal die Chance, etwas zu gewinnen. So, ich hoffe, ihr habt Spaß am Gewinnspiel. Es ist ja die Vorweihnachtszeit, also habe ich mir gedacht, gibt es ein paar kleine Geschenke. Und meine Lieben, ich habe noch etwas vergessen und natürlich, wie lange ihr Zeit habt, um zu kommentieren und wann die Verlosung beendet ist. Die Verlosung ist beendet am Samstag, dem 28. um 23:59 Uhr. Danach zählen keine Kommentare mehr. Ich lose zwei Kommentare aus, eins auf YouTube, eins auf Schminktipps.net und werde den Gewinner dann per E-Mail anschreiben oder per YouTube-Mail. Das heißt, ich werde ihn jetzt nicht via YouTube-Video bekannt geben, sondern persönlich anschreiben. Wenn ihr keine E-Mail bekommt, habt ihr leider nicht gewonnen. So, das war's dann. Macht's gut. Tschüss.